Also das Haus wirkt von der Piazzetta aus betrachtet wie ein Bollwerk. Es stellt sich zwischen den Stadtraum und das Haus, die komische Piazzetta, die eine Art Hügel ist, ein künstlicher Hügel, über den man erklimmen muss und der eine Blockade ist. Das macht das Ganze zu einer Art Gefängnis in der Wahrnehmung der Besucher. Ich glaube, dass man das aber sehr leicht ändern kann. Ich glaube, dass die Idee des Kulturforums sein muss, dass man leicht in das Haus reinkommt, dass man ein Erdgeschoss hat, was man ebenerdig betritt vom Stadtraum aus. Und das geht. Wir haben dort einen Zugang, der ist jetzt vom Kulturforum aus. Wir können das machen und dann können Sie auch die Beziehung zu den anderen Museen herstellen. Sie können zum Stadtraum die Museumskontinuität herstellen, indem Sie Ausstellungen machen mit den anderen Häusern gemeinsam. Das sind Musterschüsse, die immer nur an der Stelle abgebunden wurden, wo das Muster an der Oberfläche auftauchen sollte. Und das nennt man broschiert. Das Museum war immer verkannt und deshalb, weil es verkannt war, für uns natürlich besonders spannend, weil man hier noch den Unterschied machen konnte. Es ist kein leichter Bau, es ist ein Bau, der historisch bedingt schwierige Proportionen hat, schwierige Materialwahlen hat und der das Ausstellen nicht zusammenbringt mit der Idee des Hauses. Was man hier machen musste, war ein Display schaffen für die Exponate, das das Haus an einer bestimmten Stelle unsichtbar macht, die Exponate hervorbringt. Und dann, wenn man einen Schritt weiter geht, das Haus wieder sichtbar macht und die Architektur hervorbringt. Aber zusammen ging es nicht. Und deshalb haben wir ein Raum-im-Raum-Konzept entwickelt, wo die Exponate ihre eigenen Räume bekommen und der Gutbrotbau in seiner ganzen Schönheit und seiner Problematik darum herum fließt als großer, schwellenloser Raum. Wir haben eine Ebene des Displays eingeführt, Räume in den Raum hineingebaut, die wie Schatzkammern funktionieren, die den Exponaten Halt geben, Farbe, Belichtung, Beleuchtung, das eigene sozusagen inszenatorische Umfeld schaffen. Gleichzeitig haben wir den Gutbrotbau bereinigt, um spätere Einbauten, Jalousien, Möbel, alles, was hier so reingestellt wurde, um ihn zu adaptieren, haben wir weggelassen, weggenommen, rausgerissen. Aber keine tragenden Teile, keine Decken, keine Stützen, das ist alles geblieben, wie es ist. Und ich glaube, was man jetzt eben spürt, und das meine ich, wenn ich sage, das Haus ist jetzt schwellenlos, Gutbrot hat es so gedacht als große Landschaft. Gutbrot hat es nicht gedacht als hierarchisches Museum, sondern als eine Art Volkskulturhaus am Kulturforum. Und wir haben aber gleichzeitig hier Exponate, die überhaupt nicht so egalitär sind, sondern die zum Teil eben auf ihre Art sehr elitär sind, die gehütet und beschützt werden wollen und hierarchisiert werden wollen. Und diesen Spagat und diese Spannung zwischen dem fließenden Haus und den stationären Exponaten, das haben wir durch Einbauten, Rahmungen, Displays in Ordnung gebracht.